Hallo, ich bin Elisa von DIY Mode und in diesem Video zeige ich dir etwas ganz Tolles, etwas ganz Einfaches, was jeder von uns gebrauchen kann, egal ob Mann, Frau oder Kind, und zwar sind es Gürtel. Es ist möglich, diesen Gürtel in jeder Länge zu machen, in jeder Breite zu machen und natürlich aus jedem beliebigen Stoff. Das ist das Tolle. Dadurch finde ich, ja, wird das dann auch tragbar, nicht nur in einer Hose, sondern zum Beispiel auch zu einem schönen Kleid oder einem schlichten, langen Oberteil. Ich kann mir ja vorstellen, dass das ganz tolle Geschenke sind, aber dass die ein oder andere Dame jetzt auch erstmal die Produktion für sich beginnen möchte, wenn sie weiß, wie es funktioniert. Und das zeige ich euch jetzt. Hier siehst du, welches Material und Werkzeug du benötigst, wenn du mitmachen möchtest. Eine ganz genaue Einkaufsliste findest du auf YouTube in der Infobox oder natürlich auf meinem Blog. Das Grundmaterial für den Gürtel nennt sich Buntfix und ist eigentlich für feste Hosen oder Rockbündchen, aber eignet sich ganz wunderbar, um einen Gürtel zu machen. Wichtig ist, dass die Breite der Gürtelschnalle und das Buntfix in etwa gleich sind. Bei mir ist das recht knapp gewesen, deswegen schneide ich das Ende einfach ein kleines bisschen schmaler. Für die Länge messt ihr euch am besten einen gut sitzenden Gürtel von euch aus. Jetzt lege ich das Buntfix mit der Klebeseite auf die linke Seite von meinem ausgesuchten Stoff und bügele es ganz normal trocken auf, damit es sich mit dem Stoff verbinden kann. Dann zeichne ich mir rundherum nochmal knapp die Hälfte von der Breite an. So wird der Gürtel nicht auf einer Seite sehr viel dicker als auf der anderen und ja, der innenliegende Stoff gibt natürlich auch noch ein bisschen Halt. Nun schneidet man das Teil aus und kann den Stoff dann nach innen einklappen und ebenfalls festbügeln. Ich fange mit den beiden kurzen Seiten an und bügele danach die länglichen. Dann muss man das Ganze nur noch einmal in der Mitte zusammenfalten und drüber bügeln. Dafür sind diese längeren Aussparungen natürlich super praktisch, weil man im Prinzip nichts falsch machen kann und der Gürtel sehr gerade wird, ohne dass man ewig ausmessen und anzeichnen muss. Jetzt stecke ich mir einige Stecknadeln und nähe dann nicht nur die offenen Kanten zu, sondern einmal komplett drumherum, ja, weil das einfach schöner aussieht, aber das ist natürlich Geschmackssache. Beim Nähen fange ich auf der schmalen Seite an, die später umgeklappt wird. Da wir sowieso einmal komplett rumnähen, müssen wir am Anfang nicht vernähen. Wichtig ist, dass ihr an allen Ecken die Nadel im Stoff versenkt, bevor ihr den Gürtel dreht, um weiter zu nähen. Wenn ihr wieder am Anfang angekommen seid, könnt ihr mit 2-3 Stichen die Anfangsnaht vernähen, so wie hier. Als nächstes machen wir zwei Gürtelschlaufen aus Schrägband. Das kann man sich natürlich auch aus dem Gürtelstoff selber zurechtbügeln, wenn man mag. Ich fand das jetzt so einfacher und schneller. Ich schneide mir also zwei Teile davon auf die richtige Länge. Wichtig ist, dass man das Ganze mit genug Platz macht, damit man beim Benutzen vom Gürtel nicht ewig rumfummeln muss, bevor der Gürtel durchgeschoben ist. Außerdem empfehle ich noch eine Nahtzugabe von 1 cm. Wenn man so ganz kurze Stückchen vernähen muss, kann es sein, dass die Nähmaschine etwas rumzickt, vielleicht sogar den Stoff nach unten einzieht. Als kleiner Tipp, wenn sowas passiert, fangt einfach mal in der Mitte an und näht von dort aus rückwärts und dann vorwärts bis zu den Kanten und vernäht das Stück in der Mitte und ja, schon klappt es. Jetzt drückt man einfach die Nahtzugaben etwas auseinander und dreht das Schrägband auf die richtige Seite. Die eine Schlaufe bleibt einfach lose und kann das Ende vom Gürtel sichern, wenn man zum Beispiel den Gürtel zum Kleid trägt und dort keine Schlaufen befestigt sind. Ja, wisst ihr, was ich meine? Manchmal steht doch das Ende dann so blöd ab. Die andere Schlaufe bringe ich fest an. Da ich das Schrägband nicht vorher vernäht hatte, achte ich darauf, dass die offene Kante von der Schnalle wegzeigt, so wie hier, und schiebe sie dann mit unter das umgeschlagene und nähe so gleichzeitig die Schnalle und die Schlaufe fest. So, jetzt ist der Gürtel fast fertig, aber was fehlt noch? Genau, die Löcher. Dafür orientiert man sich entweder an einem Gürtel, der gut passt, oder man legt sich diesen Gürtel einmal um und markiert sich zum Beispiel erstmal den Punkt, wo man denkt, enger geht's nicht. Dann kann man im Abstand von ungefähr 2,5 cm weitere Punkte anzeichnen, die den Gürtel lockerer machen, also Richtung Ende gehen.
Für die Löcher nehme ich den größeren Stanzaufsatz von der Vario-Zange und knipse einfach alle Punkte einmal durch. Ich muss sagen, dass ich den Gürtel ja so auch schon echt super schön finde und ich denke auch, dass ja durch das Buntfix die Löcher nicht mehr ausfransen würden. Ich zeige euch jetzt aber noch eine andere Variante und zwar die mit Ösen. Dafür muss man dann natürlich den Aufsatz der Zange wechseln und die Aufsätze für die Ösen reinstecken. Die sind natürlich mit in der Packung drin. Dann schiebt man die Ösen von der Außenseite durch den Stoff und presst sie mit der Zange flach. Und dann ist der Gürtel fertig und einsatzbereit. So, ich denke doch, ich habe nicht zu viel versprochen. Es ist sehr einfach, so einen Gürtel zu machen. Man muss wirklich nur wissen, wie es geht und braucht das richtige Material und Werkzeug zu Hause dafür. Und falls ihr Lust habt, das nachzumachen, freue ich mich immer sehr, sehr, sehr über Fotos. Ich veröffentliche die dann auch gerne auf Facebook und auf meiner Webseite. Dort könnt ihr mir die auch zusenden. Ansonsten freue ich mich auch über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und über ein Abo hier auf dem Kanal. Wenn ihr nicht bei YouTube angemeldet seid, könnt ihr euch auch genauso gut in den Newsletter auf meiner Webseite eintragen, diymode.de. Und wenn ich etwas Neues gebastelt habe, verschicke ich einen Newsletter. So verpasst keiner mehr was, der wissen möchte, was ich so bastel und nähe für euch zum Mitmachen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Bis dann. Wenn du Lust hast, schau dir doch noch ein anderes Video von mir an, zum Beispiel, wie ich aus einer Shorts einen schönen Rock mache. Außerdem findest du hier alle Links zur Webseite, Facebook, Instagram und so weiter. Ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust und Hallo sagst. Bis dann!